die bürgerlichen Wähler bei Ihnen nicht verstehen. Herr van der Bellen, bei Ihnen schaut das ganz anders aus. Gemeinsam haben Sie mit Herrn Strache, Sie würden auch gerne mitregieren. Jetzt kann sich das mit Ihnen auch jeder irgendwie vorstellen. Aber es wird nicht reichen, den Umfragen nach, zumindest nicht in einer Zweierkoalition, wenn es so ausgeht, wie es im Moment den Umfragen nach ausschaut. Jetzt frage ich Sie, mit welcher Dreierkoalition könnten Sie sich denn das gut vorstellen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten muss. Genau deswegen, weil sich noch nicht ausgeht, werbe ich und werben die Grünen um jede und noch unentschlossene Stimme. Werben wir insbesondere um die Stimmen der Frauen in Österreich, weil wir finden, wir sind die Einzigen, die schon bewiesen haben, dass wir die Gleichberechtigung der Frauen ernst meinen, dass wir ein gutes Programm haben. Wir werben um die Stimmen der Eltern und Großeltern, weil wir das ehrgeizigste Programm haben, was die Kinder und Enkelinnen betrifft, von Kindergarten, Schule, Universität. Und dann schauen wir mal am Wahlsonntag. Alles andere ist ja Kaffeesud lesen. Wenn 1-2 Millionen Wähler heute angeblich noch unentschlossen sind, hier bitte, wie soll man dann die Umfragen ernst nehmen? So viel, also über 1 Million war es nicht mehr. Nehmen wir an, heute Donnerstagabend sind es 1 Million. Kann sein, aber umso größer kann die Überraschung sein. Aber das ist ja doch, also wenn wir realistisch sind nach den derzeitigen Umfragen. Ja, Sie berufen dann, sich immer auf diese Umfragen. Ich sage, ich werbe um jeden Menschen, Frau oder Mann in Österreich, der oder die noch unentschlossen ist. Grün ist die Alternative, finde ich, zu diesem Stillstand zwischen Rot und Schwarz, den meine beiden Kollegen ja schon zutreffend beschrieben haben. Aber wie entschlossen sind denn Sie, was mögliche Dreierkoalitionen theoretisch betrifft, wenn Sie jetzt eine der anderen beiden Parteien einladen müssen? Mein Ziel ist eine Zweierkonstellation. Das sind beides, wie soll ich sagen, honorige Politiker, möchte mich nicht zu nahe treten. Wir haben Meinungsdivergenzen in verschiedensten Fällen unterschiedlicher Art. Und dann wird man eben nach der Wahl sehen, was möglich ist und was nicht. Aber mein Ziel ist eindeutig eine Zweierregierung, entweder mit der SPÖ oder mit der ÖVP. Gut, also ich werde Ihnen das jetzt vermutlich auch bei größten Bemühungen nicht entlocken können, wie das sonst ausschauen könnte. Herr Molterer, ich weiß natürlich und ich glaube ganz Österreich weiß das mittlerweile, Sie wollen Erster werden. Aber überrascht Sie das? Nein, aber Garantie gibt es dafür natürlich keine. Und deshalb meine Frage, wenn Sie Zweiter werden, gehen Sie dann in Opposition? Die österreichische Volkspartei wirbt um die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler, weil es wichtig ist für das Land, dass es jemand gibt, der verlässlich, stabil und auch in wichtigen Zukunftsfragen Linie hält. Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung der Wählerinnen und der Wähler am kommenden Sonntag. Die entscheiden nämlich über die Frage der Stärkeverteilung. Und ich halte fest, Herr Strache, Herr Haider, Herr van der Bellen, Herr Faymann, für uns gilt ein Prinzip. Wer im Nationalrat vertreten ist, ist von den Wählerinnen und Wählern legitimiert zur Demokratie. Das bedeutet entweder Regierung oder Opposition. Ausgrenzen wäre völlig falsch. Aber klar ist auch, dass diese Zukunftsfragen für Österreich für uns so wichtig sind, dass wir daran messen, ob eine fähige, stabile, handlungsfähige Regierung da ist. Das ist das Kriterium, Frau Thurner. Und da, Herr Strache, da sage ich Ihnen, weil Sie von Ihren Wählern und Wählerinnen reden, es ist wirklich bedauerlich, dass Sie dadurch, dass Sie etwa in der Europafrage immer wieder mit dem Austritt spekulieren, dass Sie damit Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler aus diesem Bleiben wir beim Thema, mein Herr. Würden Sie als Zweiter bedeutet, lieber in Opposition bedeutet, gehen oder das kleiner ich habe keinen Plan B. Keinen Plan B. Ich habe das Ziel, und das wird Sie nicht überraschen, ich habe das Ziel, dass die Volkspartei diese Führungsverantwortung übernimmt. Und es ist auch notwendig, das den Menschen klar zu sagen. Eine Stimme für eine kleine Partei ist in dem Sinne eine verlorene Stimme. Und eine Stimme, die nicht der Volkspartei die Unterstützung gibt, ist in Wahrheit etwas, was das potenzielle Projekt Rot-Blau fördert. Einen Versuch starte ich noch, Herr Molterer. Wäre es Ihnen lieber, wenn die Volkspartei künftig auch als kleiner Partner in einer großen Koalition wäre oder in Opposition wäre? Also ganz klar noch einmal, ich beschäftige mich in diesen letzten Stunden nur mit der Überzeugungsarbeit, dass möglichst viele Menschen uns unterstützen. Ziel einer Volkspartei ist logischerweise immer
Regierungsverantwortung. Wir sind die Partei der Verantwortung. Nein, okay. Sie haben mich eine konkrete Frage gestellt und die beantworte ich. Ziel ist ganz selbstverständlich, Regierungsverantwortung zu tragen, aber logischerweise in der führenden Verantwortung. Wir haben den Unterschied gesehen, ÖVP-Kanzler zu SPÖ-Kanzler. Der Unterschied ist leider für Österreich dramatisch das negativ ausgefallen. Und daher wollen wir das einfach besser machen, anders machen. Ich traue mir das zu. Herr Faymann, ich weiß, Sie wollen Erster werden. Garantie gibt es dafür keine. Wenn Sie Zweiter werden, wollen Sie dann in Opposition gehen? Nein, auch wenn Sie mich oft jetzt fragen, ich wäre ganz sicher vor dem Wahlsonntag, außer dass ich gesagt habe, ich möchte keine Koalition mit FPÖ oder dem BZÖ, ich möchte keine weiteren Festlegungen. Schauen Sie, warum. Wir haben doch auch gelernt beim letzten Mal sehr genau, dass alles, was man vor einer Wahl sagt, muss man so genau sich überlegen, damit es nach der Wahl zu 100% gehalten werden kann. Sehen Sie, und da unterscheide ich mich eben von anderen. Da unterscheide ich mich von anderen, das überlege ich mir vor der Wahl. Und daher habe ich vor der Wahl zwei Parteien ausgeschlossen in einer Regierung, halte ich auch nicht für sinnhaft und weiß ganz genau, dass ich das nach der Wahl einzuhalten habe. Dafür möchte ich aber keine weiteren Prognosen oder ich möchte auch keine weiteren Mutmaßungen oder gar Ausschließungen machen und ich möchte den Wählerinnen und Wählern auch nicht mitteilen, wen sie alle nicht wählen sollen, sondern ich möchte ihnen eigentlich sagen, dass ich glaube, dass gerade jetzt, wo die Konjunktur angekurbelt werden muss, wo Investitionen notwendig sind, wo Beschäftigung das Hauptthema wird, die breite Zusammenarbeit sinnvoll ist. Und daher habe ich mich nie eingelassen auf so Dreier-Spekulationen, wer da aller wo sein könnte. Warum ist die breite Zusammenarbeit so notwendig? Heute ist einmal ein Konsens zustande gekommen, das war bei der Bundesstaatsreform. Eine der Möglichkeiten zu sparen, das ist beim Thema Gesundheit, bei der Schule, bei vielen Themen. Je breiter die Zusammenarbeit ist mit den Bundesländern, je besser die Zusammenarbeit im Parlament insgesamt ist, je besser die Zusammenarbeit zu den Sozialpartnern ist, umso besser. Daher habe ich nie irgendwelche Experimente in den Raum gestellt, von Anfang an nicht. Und Sie können mal glauben, das war am Anfang sehr schwierig, weil durch den Neuwahlantrag und durch diese Flucht, das Wahlergebnis korrigieren zu wollen, bin ich gefragt worden, wieso willst du dann überhaupt noch eine Zusammenarbeit? Und ich habe gesagt, weil ich mir auch eine andere ÖVP vorstellen kann, nämlich eine, die zusammenarbeiten möchte. Sie machen gern ÖVP-Personalpolitik. Das heißt, man, man hat ja immer das Gefühl, Sie tun ganz gerne die Personalpolitik der ÖVP betreiben. Ich sage ganz ehrlich, natürlich, wenn Sie mich fragen, habe ich Menschen kennengelernt in der ÖVP, mit denen war es sehr gut zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich welche kennengelernt, die den Wolfgang-Schüssel-Kurs fahren. Das ist dieses Ausbremsen. Das haben wir doch in den letzten Wochen alle gesehen, dass zum Schluss die ÖVP bei 80% mitgestimmt hat. Und erinnern Sie sich doch an die Diskussion der letzten drei Monate und seien Sie fair. Sagen Sie, wie war das jetzt bei der Familienbeihilfe? Da wollte zuerst die ÖVP nicht mitstimmen. Für die unter 6-Jährigen hat dann mitgestimmt. Die Pensionserhöhungen, gemeinsame Pressekonferenz, keine Festlegung. Gestern lang dagegen zum Schluss mitgestimmt. Hacklerregelung, Kernaktionäre bei der Auer, keine Pensionsautomatik. Beispiel für Beispiel, wo ich eigentlich zeigen kann, dass es uns die letzten drei Monate gelungen ist, hier Bewegung hineinzubringen. Das ist doch völlig unglaubwürdig. Und auch durch diese beiden Parlamentstage, glaube ich, Vertrauen zu gewinnen, denn ohne Vertrauen gewinnt man keine Wahl. Schon in Ordnung. Aber haben Sie nicht in Wirklichkeit, weil Sie gesagt haben, Sie haben zwei Varianten ausgeschlossen. Sie haben in Wirklichkeit drei Varianten ausgeschlossen. Sie haben gesagt, nicht mit der FPÖ, nicht mit dem BZÖ und nicht mit einer Molterer Schüssel ÖVP. Wobei was ich da bleibt immer gesagt habe, ich bin oft gefragt worden. Ich habe oft gesagt, das ist eine Frage der Einstellung. Aber dass die Bürger keine Wiederholung wollen von diesen 18 Monaten Streit, das weiß ich ganz genau, weil ich habe viel in den Diskussionen den Leuten gesagt. Und sie können sich auf eines verlassen. So wie wir die letzten zwei Monate gezeigt haben, dass uns Arbeiten wichtig ist, Lösungen wichtig sind, gemeinsame Lösungen wichtig sind, so wird uns das auch in Zukunft notwendig sein. Und wenn uns der Wahltag die Chance gibt, dann bitte ich natürlich um klare Verhältnisse. Je stärker wir sind, umso mehr können wir durchsetzen. Aber weitere Festlegungen, was wäre, wenn, möchte ich sonst nicht machen. Die Tradition, meine Damen und Herren, die es in anderen Ländern gibt, vor einer Wahl Koalitionsfestlegungen zu machen,
die hat es in Österreich nie gegeben und die wird, wie wir gesehen haben, auch in diesem Wahlkampf nicht neu erfunden. Meine Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Es kann so sein. Sie haben die längste...